Hallihallo, und was ist da los im Bless-Universum? Wir spielen die Assassine. Komplette Drehung jetzt. Aufgrund von Flow Gaming. Flow ist schuld. Macht nichts. Pharus ist aus dem Häuschen. Er freut sich enorm darüber, dass ich jetzt die Assassine spiele. Und ja, es gibt so ein chinesisches Sprichwort, beziehungsweise es ist eigentlich eine Geschichte, die aufzeigt, dass man nie weiß, ob etwas gut oder schlecht ist. Ich werde euch jetzt verschonen mit dieser Geschichte, denn die ist etwas länger, aber im Grunde genommen, wenn man das so runterbricht, dann ist es zusammengefasst einfach so, man sollte A, niemals nie sagen, und B, sollte man sich immer im Klaren darüber sein, dass etwas, was jetzt schlecht erscheint, sich später als was Gutes erweisen kann. Und wenn ich mir angucke, wie sich so die Assassinen bisher macht, auf Level 5, also quasi fast Max-Level, dann scheint sich das Ganze zu bewahrheiten. Und nee, also mal Hand aufs Herz. Ich glaube, die Assassinen ist auch eine sehr begehrte Klasse. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie auch ein Charakter wird, der mir auf Dauer doch sehr viel Spaß bereiten könnte. Ob das so ist oder nicht, das werden wir in den weiteren Episoden sehen. Und ich werde auch gucken, dass ich jetzt relativ schnell mit ihr hochlevel, wobei ich ein bisschen Zeit habe. Der Grund, warum ich ja die Assassinen spiele, ist ja, weil ich mit Flow Gaming zusammen Let's Play Together machen wollte. Wobei es primär eher darum geht, dass wir halt einfach auch Bock haben, zusammen zu zocken. Da er aber einen Channel hat und ich einen Channel habe, können wir das natürlich auch in Form von Let's Play Together machen und euch einfach daran teilhaben, an dem Wahnsinn, der kommen wird. Und ja, ich freue mich da schon wie Bolle drauf. Flow Gaming, Flow wird sich, freut sich da auch sehr drauf. Und er ist aber jetzt zuallererst mal im Urlaub, beziehungsweise ab übermorgen ist er im Urlaub. Und das bedeutet, dass ich noch ein bisschen Zeit habe zu leveln. Sein Paladin ist aktuell auf Level 31 und soweit ich gesehen habe, Flow, spielt er auch gerade noch einen Berserker an. Wäre natürlich auch interessant. Von daher, ich kann jetzt nicht sagen, welche Kombination, welche Combo wir euch dann geben werden. Ich kann euch nur sagen, bei mir wird es die Assassine sein und bei ihm wird es entweder der Paller oder Klasse X. Ich vermute mal der Paller. Wie es kommt, werden wir sehen. Sasuke wurde auch mal wieder aus dem Häuschen rausgelockt und hat sich auch gemeldet, hat gleich mal noch im Livestream geschrien. Aber ich bin jetzt noch vorsichtig, was die Performance angeht. Ihr habt es vielleicht gemerkt, die Performance ist jetzt weitaus besser, wobei wir noch nicht den Härtecheck haben in der Stadt. Das werden wir in der Stadt dann erst recht sehen. Es wird in der Stadt definitiv auch mal kurze FPS-Einbrüche geben. Aber es ist immer die Frage, wie lange es FPS-Einbrüche gibt. Wokko und ich, wir haben jeweils unabhängig voneinander an den Indies getweakt. Der Wokko hat dann am Ende im Grunde genommen auch nochmal richtig viel Prozente rausholen können an Performance und hat da wirklich akribisch und fast schon wissenschaftlich sein Hirnschmalz reingesteckt. Und da ist offenbar wirklich viel Hirnschmalz vorhanden, denn mir hat das auch mal zusätzlich was gebracht. Aber einer der Hauptgründe, das konnte ich jetzt zum Glück auch im Zusammenspiel mit Wokko, weil wir uns ja heute den ganzen Tag fast drüber ausgetauscht haben, war bei mir, dass meine Nvidia-Treiber irgendwie komplett zerschossen waren. Und das hat sich wohl im Bless hat sich das richtig niedergespiegelt. Ich war mal bei Kingdom Come Deliverance sehen, ob es da nicht auch besser geworden ist. Denn auch da hatte ich stellenweise Einbrüche, wo ich dachte, okay, normal ist das eigentlich nicht. Also alle anderen Spiele, die ich eigentlich spiele, haben diese Probleme nicht. Und da habe ich es aber auf die verbuggte Version geschoben, was zum Teil ja auch stimmen kann. Aber ja, bei Bless war es dann doch nochmal so, dass ich alle Hebel und alles Mögliche in Bewegung gesetzt habe und versucht habe, das Beste rauszukitzeln, was mein System kann, denn es ist ja auch keine Systemfrage. Und ja, da stand im Raum, ob das Ganze nicht auch in irgendeiner Art und Weise vielleicht ein Hinweis darauf ist, dass mein System irgendein Problem hat. Ich habe mein System jetzt wirklich auf jede seiner Atome überprüft und es läuft einwandfrei, aber der einzige Punkt, den ich nicht betrachtet hatte, waren tatsächlich meine Nvidia-Treiber. Ich hatte zwar geupdatet, das hatte ich, aber ich hatte nicht feststellen können, wie woher auch, dass meine Treiber in irgendeiner Art und Weise zerballert waren. Das habe ich erst festgestellt, als ich meine Auflösung über den Nvidia-Treiber mal ändern wollte, von 1440p auf 1080p und mir dann die Nvidia-Treiber abgestürzt sind. Und das wiederholte Mal, zum wiederholten Male,
Dann konnte ich meinen NVIDIA-Treiber gar nicht deinstallieren. Da hat sich komplett geweigert, was auch sehr ungewöhnlich war. Und dann bin ich hingegangen, habe meinen PC im abgesicherten Modus gestartet und habe den DDU genutzt. Das ist eine Software, mit der ihr eben eure Grafikkartentreiber, sei es NVIDIA oder AMD, eben komplett sauber vom System entfernen könnt. Das habe ich getan. Habe dann die allerneueste Version, sogar die brandneueste Version, ich glaube, die ist erst jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme heute erschienen. Und die habe ich direkt drauf geballert. Und schwuppdiwupps hatte ich auf einmal ganz anderes Gameplay. Ganz andere Performance. Und das war auf jeden Fall auch nochmal einer der Hauptfaktoren für die Probleme, die ich hatte. Aber das war wirklich, da konnte ich nicht wirklich, das war nicht wirklich nachvollziehbar für mich. Und das Ding ist aber, ich kann es mir auch herleiten, woher das kam. Ich hatte vor ein paar Wochen, hatte ich mir noch Entwicklerkits draufgeballert und dann, das waren halt NVIDIA DevKits. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die mit dafür verantwortlich sind, dass meine Treiber dann so dermaßen zerballert waren. Naja, quasi Happy End. Ich bin noch ein bisschen vorsichtig, denn ich muss schon noch jetzt eine Weile einfach spielen, das testen. Ich brauche andere Umgebungen, ich brauche vor allem auch eine große Stadt und werde dann sehen, wie stark die FPS-Einbrüche sind. FPS-Einbrüche hat man in der Regel schon auch immer noch in Bless, auch in der neuesten Version, eben in der Rebuild-Version hier in Japan oder auch in Korea, aber halt eben nicht in diesem massiven Ausmaß, so wie es ja auch Flo auch schon gesagt hatte und darauf hingewiesen hatte. Und ja, da bin ich aber jetzt erstmal guter Dinge. Der Wokko, der ist aber immer noch an seinem Stream-Feind-Tag am Frohlocken und ich bin mir sicher, er sitzt wahrscheinlich immer noch vor seinen Inis. Er versucht jetzt noch wirklich jedes Prozentchen rauszuholen. Dabei hat er schon wirklich beneidenswerte, gute Werte. Okay. Und ja, das feiere ich und ich danke da dem Bocco da auch nochmal. Er ist wirklich, wirklich ein guter Mann. Und ja, also ich merke da, der haben wir viel gemeinsam und vor allem ja, läuft das mir halt rein, weil mit dem Wokko kann man sich gut austauschen. Er hat auch sehr viel Plan. Ich bin selber auch ITler, sogar auch hauptberuflich. Und aber es ist immer gut, wenn man halt einfach noch jemanden hat, der ebenfalls seinen Hirnschmalz mit reinbringt, gerade beim Debuggen von solchen Problemen, wo man dann wirklich dann irgendwann an den Punkt kommt und sagt, sag mal, ich habe doch jetzt wirklich jeden verdammten Scheiß hier gecheckt. Warum? 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 Und ja. So, das war jetzt der kurze Abriss in 5 Minuten, glaube ich, war das jetzt. Darüber, was so Phase war. Und ja, wir frönen jetzt der Assassinin und ich muss echt sagen, also ich habe richtig Bock. Ich bin hyper motiviert auch auf Bless. Ich werde eigentlich zurzeit gar nichts anderes spielen. Ich habe jetzt zuletzt noch Abandoned Ship gespielt, das werde ich euch auch nochmal hochladen. Kingdom Come Deliverance, da habe ich noch ein paar Episoden im Petto. Wundert euch also nicht, ihr habt ja gemerkt wahrscheinlich, dass ich auch den Audio-Mix, also auch gerade meine direkte kommentierte Aufnahme, dass die mittlerweile schon grundlegend lauter ist und ihr somit eure Lautsprecher und Subwoofer nicht auf die 1000 Watt und 500 Dezibel hochboosten müsst. Und jedes Mal einen Schrecken bekommen, wenn dann irgendein anderes Video kommt und die Leute dann nochmal 5000 Mal lauter sind als ich. Wundert euch nicht bei Kingdom Come Deliverance. Die nächsten, ich glaube, 3 oder 4 Episoden sind es noch, die ihr zu sehen bekommt, falls ihr sie euch überhaupt anguckt. Die sind noch vor dieser Anpassung. Also nicht, dass ihr denkt, sag mal, jetzt hat das doch bei Blessing gekriegt. Kriegt das jetzt, ist das zu doof, um das bei Kingdom Come Deliverance auch hinzupacken? Nein, ausnahmsweise bin ich nicht zu doof. Das liegt tatsächlich daran, dass ich die voraufgenommen habe. Ich habe manchmal einfach etliche Episoden von diversen Spielen auf Lager und die ballere ich dann raus, wenn ich dann merke, ich komme irgendwie zeitlich gerade nicht zurande aus diversen Real-Life-Gründen, die immer wieder auftreten können und um euch aber da parallel trotzdem noch zu besorgen, beziehungsweise besorgen, euch zu versorgen, passt das. So, diese kurzen FPS-Einbrüche, die gibt es immer noch. Das ist aber nicht wild, das ist eben das, was ich meinte, das ist nicht ungewöhnlich. Und aber ich hoffe halt eben, dass das jetzt auch so bleibt und nicht dann gleich dauerhaft dann wirklich dann so 2-3 Minuten heftigste Einbrüche verursacht. Werden wir mal sehen.
Aber keine Sorge, ich habe auch da, habe ich jetzt noch einen Ass im Ärmel, weil ich teste jetzt hier auch nochmal mit einer doch höher qualitativen Encoding-Geschichte. Das heißt, selbst die Aufnahmen jetzt sind in einer weit höheren Qualität als jetzt die letzten Episoden. Und das hätten die letzten Episoden gar nicht gepackt. Da hätten wir dann komplett einen Max Payne Slow Motion Modus gehabt. Und das ist hier nicht der Fall. Und wie ihr seht, ist es jetzt auch wieder in Ordnung. Wunderbar. Ich bin erstmal guten Mutes und wir können uns jetzt einfach um das Gameplay kümmern und um alles, was sonst noch so ansteht. Gute Matthias. So, ich klicke mich durch. Ich glaube, wir dürfen jetzt bald wegreisen. Wir sind noch zu Horace El Gradis. Und ich muss mal auf die Uhr schauen. Bei mir ist es gerade 22.32 Uhr. Bedeutet, in Japan ist schon der morgige Tag. Bedeutet, ich kann das Daily abholen. Es sei denn, die Serverzeit rechnet anders. Bitte warten. Jetzt muss ich gerade in die Ecke liegen. Ja, Gold. Nehmen wir mit. Ist zum Glück nicht wie in Black Desert Online, dass das Gold so schwer ist, dass ihr es das eigentlich sofort irgendwie auf ein Pferd oder einen Esel laden müsst. Jedes Mal, wenn ich mich in meinen Black Desert Online Account wieder einlogge, dann ist das allererste, was ich eigentlich machen muss, ist mein gesamtes Inventar irgendwie nochmal zu sichten und zu checken, was ich jetzt eigentlich alles abladen muss. Und das ist zum Glück hier nicht so. Genau, ja, ich kann einen Pfad setzen. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht erstmal nach Hyokan Castle. Ich glaube, ich muss nach Forest of Life. Muss ich das? Ja, das kann sein. Locaten wir das mal. Oh, Hyokan Castle. Hyokan Castle wird jetzt auf jeden Fall wird jetzt auf jeden Fall erstmal so ein Extremtest. Es wird jetzt definitiv FPS-Einbrüche geben, wie gesagt. Und aber wir werden jetzt auch vor Ort dann erstmal sehen, okay, dauert das sehr lange, bis es sich erholt und wie läuft das? Schön finde ich schon mal, dass es der Drachenflug jetzt nicht gleich mit 2,5 FPS vonstatten geht, sondern wir können tatsächlich mal sogar uns ein bisschen ergötzen an dem, was wir hier sehen. Was ja schon mal ein Fortschritt ist. Und wunderbar. Das Ding ist, ich fühle mich mittlerweile immer mehr im Bless zu Hause. Und das ist krass, dass ich jetzt erst zu diesem Zeitpunkt mich so richtig hier im Bless zu Hause fühle. Ich habe ja in Korea schon gespielt, lange. Also ich habe viele Episoden in Korea gespielt. Ich glaube jetzt in Japan habe ich jetzt, glaube ich, die Korea-Episoden überholt. Die Anzeige mit der Nummer, die ihr seht in den aktuellen Episoden in Japan, das ist nicht die totale Summe der Bless-Videos, die ich gemacht habe. Ich glaube, es sind jetzt mittlerweile 90 Bless-Videos. Und knapp die Hälfte davon waren in Korea. Also ich denke, ab nächster Woche habe ich dann die meisten Videos in Japan tatsächlich aufgenommen. Wer hätte das gedacht? Ziemlich krass. Bless hat jetzt auch Secret World, glaube ich, jetzt schon überholt an der Menge an Videos. Was auch heftig ist, weil ich Secret World auch gut gesuchtet habe. Secret World wird aber auch wiederkommen. Also spätestens zur Halloween-Zeit. Und wenn ich es parallel zu Bless spielen sollte, wird das kommen. Und ja, aber ich fühle mich hier richtig zu Hause im Bless. Und ich bin super, super, super gespannt, so wie ihr auch. Aber ich bin persönlich nochmal super, super gespannt darauf, wie die Version bei uns aussehen wird. Denn Neovasbis hat jetzt schon ein paar Mal deklariert, dass halt eben die Version, die wir bekommen werden im Westen, dass die nicht dieselbe Version ist, die wir aktuell jetzt sehen. Und ich bin wirklich gespannt, was sie Neorüste ausdenkt. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich so extrem drauf, das glaubt ihr gar nicht. Wobei ich glaube, der Großteil von euch glaubt das. Wenn ich in der Bless EU Community nachschaue, dann sehe ich fast täglich die Rufe nach, wann kommt es endlich raus? Ist fast schon die Begrüßung morgens. Und ja, auch wenn es jetzt natürlich kleine Einbrüche gibt, ist trotzdem im Vergleich zu vorher ist das noch was ganz anderes. Also, ich bin mal gespannt. Auch der Wok hat gemeldet, dass wenn er in die Stadt kommt, dass er das auch hat.
Aber sollte sich dann nach einer Weile, sollte sich das dann beruhigen und zwar so, dass man dann halt einfach auch Ruhe hat. So. Das ist schon wieder dieses mutierte Schokobo, beziehungsweise Schokobo. Und er schwebt dann ein Stück über dem Sattel. Auch gut. Okay. Er lädt noch rein, aber es könnte schlimmer sein und wir geben dem Ganzen noch ein, zwei, drei Minuten. Und dann denke ich auch, dass das gut passt. Genau, die Quest habe ich jetzt auch schon einige Male gemacht, aber es ist jetzt halb so wild. Ich werde jetzt gucken, wie üblich eigentlich, dass ich sie relativ schnell Richtung Dungeon-fähiger Level bringe und dann auch ihr Equipment dann entsprechend noch ja, booste. Sie wird auch auf jeden Fall den Schmied als Beruf bekommen und dann werden wir uns den 13er Dungeon geben. Da freue ich mich sehr drauf. Es ist immer interessant, mit einer neuen Klasse dann einen Solo Dungeon Run zu machen. Und ja, das werden wir sehen. Das wird auf jeden Fall kommen und die Assassinin wird definitiv jetzt auch sehr viel Spielzeit bekommen. Und die Mage spiele ich so nebenher noch ab und zu mal offline, wenn ich dann irgendwie auch dazu komme. Aber ich will auch die Mage, will ich eigentlich gegen Max-Level bringen. Ich denke, das sollte ich schaffen, bevor Bless erscheint. Und aber die Assassine hat jetzt erstmal Prio, weil ich halt eben auch mit Flow Gaming zusammen dann halt eben auf diesem Server hier zocken will. Mein Mage und meine Ranger, die sind ja auf dem anderen Server. Und die Guardian ist geopfert worden, damit ich dann eben auch hier die Heroen-Fraktion nehmen kann. Also. Ich danke euch für die tollen und witzigen, stellenweise witzigen Kommentare auf dem Channel und die netten Grüße von allen. Und ich freue mich auch immer wieder euch in der Community, in der blesseu.de-Seite dann auch anzutreffen oder im Discord. Und hoffe, ihr habt jetzt noch ein wenig Spaß die Tage. Wir sehen uns, beziehungsweise ihr hört mich die nächsten Episoden dann wieder mit der Assassinin. Bis zum nächsten Mal.